So, und weiter geht's mit Horst Brettmann aus Bochum. Hallo, Horst. Guten Tag, Herr Karel. Schöne Bäckerei hier. Ja, ne? Ja. Kurz von, Harald Junk imitieren. Ja. Andere Leute imitieren Sie nicht. Eigentlich weniger. Der Harald Junke ist so mein Hauptpläsier. Ja. Haben Sie Ihre Mutter mal gefragt, ob Harald Junke vor 21 Jahren und 9 Monaten in Bochum war? Also Sie meinen so eine Sektlaune wäre ich oder so, ja? Nee, also... Also ich habe meine Mutter gar nicht darauf ansprechen brauchen. Sie hat also schon von sich aus gesagt, dass da nichts dran sei, ja. Wer hat Ihnen inspiriert, um mitzumachen? Dass ich heute hier bin, muss ich ehrlich gestehen, ist eine Idee von Harald Junke. Ich habe vor rund anderthalb Jahren mal mit ihm gesprochen über meine Zukunftspläne und da sagte er zu mir in seiner typischen Art, Mensch, sagt der Kleiner, der Rudi, der macht doch jetzt was mit Imitatoren, melde dich doch da mal und mach ein tolles Band. Ich habe ein Band gemacht, ich habe es ihm geschickt und heute bin ich hier. Und Harald guckt heute Abend zu. Ja, komm, ich hoffe es. Mit. Ja, wir haben ja hier schönes Smoking. Wunderbar. So sieht ja mit all dem Mädel. Ja. Welches Lied? Ein Mann für alle Fälle. Ja, selbstverständlich. Bitte sehr. Danke. Meine Damen und Herren, Horst Freckmann, eben noch in der Bäckerei. Jetzt willkommen im Club. Bitte. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Vor Ihnen steht Harald mit Nachnamen Junke. Geboren in Berlin und grad 60 Jahre jung. Ein ganz harter Brocken mit ziemlich weichen Knien. Und wer mich kennt, der denkt, jetzt sagt er auch noch an, nein, nein, ich bin heute hier als mehr. Zick, Mann! Ich kann ein Herr sein, der elegant ist, der sehr charmant ist und Ihnen stets die Hand küsst. Mit Rosen steh ich vor ihrer Schwelle. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Doch soll ihr engster Vertrauter so ein brutaler Gangster sein, dann werde ich roh sein. Komm, küss mich, Baby, sonst gibt's sehr Schellen. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Auf Wunsch kann ich verlegen sein. Auch brav und ganz die Wut kann schüchtern und verlegen sein. Und wer's sogar noch Hut? Wollen Sie einen Athleten, einen flotten Sportler? In puncto Liebe, da bin ich Weltrekordler. Fragen Sie die Damen von der Kapelle. Er ist der Mann für alle Fälle. Ich kann ein Snob sein und sehr ironisch. Kann bärisch grob sein und auch ganz dämonisch. Und dann verfallen sie mir auf der Stelle. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Doch wollen sie lieber so einen süßen Zarten, von dem sie Freundschaft und sonst fast nichts erwarten, dann schwimm ich auch auf der weichen Welle. Ach, ich bin ein Mann auf alle Fälle. Ja. Zack, zinga, zacka, 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 zinga, zacka, ducke, ducke, duck. Sie sollten sich mir anvertrauen, da kann sehr viel geschehen. Dankschreiben von fast 1000 Frauen sind bei mir einzusehen. Ich will nicht protzen, drum sag ganz schlicht, ich in meinen Armen, da liegt jede richtig. Wenn Sie mich brauchen, ich bin zur Stelle, dann wissen Sie es aus erster Quelle. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Ta da da, ta da da. Ja, danke schön. Wer für Harald Junke? Und damit steht fest, der Sieger des heutigen Abends ist Horst Fleckmann aus Harald Junke. Applaus
Aber das sieht man an den Punkten, ja, das ist, dass die anderen eigentlich sehr gut waren. Denn sie lagen diesmal verdammt nah aneinander alle. Und ja, das Problem ist natürlich, dass du imitierst nicht Harald Juncker, du bist Harald Juncker. Ja, tut mir leid. Ja. Herzlichen Glückwunsch, aber auch alle anderen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer weiteren Karriere natürlich. Denn durch so einen Fernsehauftritt können Sie auch bei Ihren normalen Auftritten doch ein bisschen Bekanntheit und so. Das wirkt sich doch immer ein bisschen aus. Aber wir haben noch die Trophäe zu überreichen. Und tja, wenn Sie eine kleine Gasse machen jetzt, sehen wir Ingrid Steger nicht mehr als Mann mit Bart, wie da bei Ihnen. Jetzt sehen Sie Ingrid Steger, Herr Reimann, so wie Sie sie gerne sehen und wie alle sie sehen. Hier ist sie! Du überreichst gleich, Horst, daar het golden microfoon, zilber aan den anderen. Ja, in Österreich sehen wir uns gleich wieder, meine Damen und Herren, bei Herzblatt. Und sonst sehen wir uns am 2. Dezember, dann heißt es wieder. Lass dich überraschen, schnell kann es geschehen, dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Lass dich überraschen, gleich das ist ganz klar, werden wohl der Wirklichkeit, werden Träume wahr. Werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr. Werden Träume wahr. Werden Träume